Ja, so könnt ihr an den Feierlichkeiten weiter teilnehmen. Ihr möchtet ihr noch irgendwas anderes tun? Möchtet ihr mit den Legionären hier vor Ort interagieren oder mit der gallischen Bevölkerung? Ich würde tatsächlich mal schauen, ob es hier Händler gibt, die man vielleicht auch ausfragen könnte. Ich habe natürlich unsere Mission nicht vergessen und würde interessieren, ob es da vielleicht noch irgendwelche Tipps gibt, wie man. Also, ich würde mich so als. Ich würde so sagen, dass ich halt vorhätte, mit halt germanischen Heilern quasi Wissen auszutauschen, Ja. ob es da irgendwelche Tipps gibt, Also vielleicht was dir darüber hin kann. auffällt, Handel bezüglich hier in Lugdunum, neben Käse, was ich ja schon erzählt hatte, Glas wird hier benutzt. Wo immer die Gallier Glas herstellen, aber das scheint hier wohl eine Handelsware zu sein. Und Bauholz, weil sie dann eben viel diese Äcker abpflügen. Das Holz wird dann zu Bauholz weiterverarbeitet und ob das dann nach Spanien geht oder nach Rom. Aber Bauholz ist ja auf alle Fälle eine Ware, dementsprechend dann eben auch viele, viele Tiere, die dann vorgebunden werden und dann mit schweren Karren, vor allem in Richtung Süden. Gibt es hier Händler, die schon in Germanien waren oder die vielleicht wissen, welche Handelswaren aus Rom in Germanien besonders gefragt sind? Also die waren nicht selbst in Germanien, weil sie die Germanier fürchten, aber im Oppidum Ubiorum, also die rheinische Grenze, das sind die letzten Gallier und die sind wohl noch mutig genug gewesen, um mit den Germanen zu handeln. Sklaven gehen immer. Sklaven ist eine gute Handelsware. Natürlich auch Stahl, weil wirklich gute Waffen kriegst du halt in Rom. Rom weiß, wie man guten Stahl produziert. Gallien weiß das nicht und die Germanen sowieso nicht. Die benutzen meistens Knüppel, Äxte, sowas. Ja, macht Sinn. Äxte brauchen sehr wenig Stahl für das, was sie machen im Vergleich zum Schwert. Genau. Also Sklaven. Sklaven ist eine gute Handelsware. Okay. Kennen die vielleicht noch irgendwelche Händler in Oppidum Ubio, also Köln quasi? Oppidum Ubiorum. Ja, im Prinzip könnt ihr dann so zwei, drei Namen genannt werden von irgendwelchen Vettern, die da wohl auch leben. Brennos wird ihr genannt, Katurix und Dubnorix. Okay, das würde ich mir notieren. Und dann hätte ich jetzt vor, die dann in Oppidum Odiorum dann anzusprechen. Ja, kannst du gerne tun. Brennos, Katurix und Dubnorix. Der ist notiert. Noch weitere Dinge, die ihr jetzt, wo ihr einen Stein bei den Lugduninam habt, wollt ihr doch irgendwas mit denen interagieren? Oder eure Reise fortsetzen? Davut würde irgendwann nochmal auf Zain zugehen und ihm diese Zeichen erklären, die er da gesehen hat. Ob er diese Schrift kennt. Also für Davut wird das vermutlich irgendwie eine obskure Schrift sein. Ja, das schaue ich mir gerne mal an. Ja, also auch für dich, du hast das so noch nicht gesehen. Sieht harmonisch aus, vielleicht irgendwas typisch Keltisches. Den genauen Sinn und Zweck, den wirst du so nicht verstehen. Ja, dann versuche ich mal zumindest ein bisschen drüber zu spekulieren, damit ich nicht völlig blöd aussehe, dass ich keine Ahnung habe. Aber ja, im Endeffekt kann ich ihm keine gute Antwort geben. Ja, Davut wird sichtlich etwas enttäuscht sein. Also keine Schrift, sagst du? Keine, die ich kenne. Weder Ägyptisch noch Gallisch noch Griechisch noch Latein. Aber letzteres wusstest du wohl schon. Ja, Davut nickt nur. Ja, während Junius so ein bisschen zusieht, dass seine Leute zusammenbleiben, dass nicht zu viel Alkohol getrunken wird, gerade wenn es so ausgiebig gefeiert wird und dann viele Leute auch mal den Verstand verlieren können. Titus hat derweil seinen dritten Gallier in den Schlamm geschickt und Titus, du kannst auch erkennen, wie jetzt nach und nach auch sich mal eine Gallierin löst aus diesem Pulk und dann auf dich zukommt, so einen Moment abpasst, wo gerade nicht so viele Legionäre dir auf die Schulter klopfen und dann streicht sie dir selbst über den Oberarm. Bonjour. Je m'appelle Bitois. Sind die anderen in meiner Nähe? Wenn du möchtest, ja, also Dann würden die sie würde jetzt gerade. nämlich merken, dass Titus Gallisch mit der Frau spricht, aber er scheint nicht fließend Gallisch zu sprechen.
Ob das daran liegt, dass er sehr betrunken ist, ob das daran liegt, dass er sehr nervös ist, auf jeden Fall. Ihr sprecht die Sprache der unserer Gallisch. Ihr seid ein sehr erfahrener Legionär, kann man so sagen? Lange gedient. Wir waren erst kürzlich, drüben über dem Fluss, müsst ihr wissen. Ihr müsst sehr mutig sein. Ihr könnt unglaublich gut mit dem Knüppel umgehen und ich bin begeistert von euren Fähigkeiten. Ich würde sie gerne einmal näher kennenlernen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe eine kleine Hütte dort drüben und wenn ihr mögt, kommt doch einmal mit. Dann könnt ihr mir einen anderen Knüppel noch zeigen. Titus wirkt auf jeden Fall misstrauisch. Schaut mal in Richtung seiner anderen Legionäre, nickt dann aber und würde mitgehen. Ja, sie nickt dir auch zu, wirft dir so ein unglaublich schelmisches Grinsen zu. Und während sie dann so zwei, drei Schritt vorhoppelt, kannst du auch sehen, wie sie einmal ihr Kleid beiseite zieht, sodass du dann auch ihren nackten Arsch sehen kannst. Unglaublich gut geformt. Und dann verschwindet sie nach ungefähr einer Minute des Gehens. Auf diesem Hügel von Lugdunum verschwindet sie in einer kleinen Hütte, muss den Kopf einziehen und würde die Tür offen stehen lassen, sodass du näher kommen kannst. Ja, Titus würde nicht mit dem Kopf, sondern mit woanders denken und sich natürlich anschließen. Ja, es ist spärliche Beleuchtung hier drin. Kannst du durch die wenigen Fenster es zieht so ein bisschen kalt rein, aber wenn du die Tür zumachst und dich dann wieder umdrehst, kannst du so wohl schon erkennen, wie sie sich dann nackt, dem das Kleid schon komplett ausgezogen, auf so ein Feldbett gelegt hat und sich da schon räkelt und dich einladend zu dir dann herunter kommandiert. Junius, Titus ist gerade verschwunden. Er hat das beobachtet, er trägt selber so einen Krug Wein, den er immer wieder nippt, wenn er eigentlich größere Züge nehmen würde. Man kann sehen, wie da wohl auch gerade drei Gallieren so ein bisschen in deine Richtung schauen, die so ein bisschen keck zugrinsen, mit ihren Augen in Richtung der Grube deuten, nach dem Motto, ja, beweis dich, du kannst uns alle haben. Junius verzieht etwas das Gesicht und zuckt dann entschuldigend mit den Schultern. Felix ist von hinten an Junius herangetreten und legt ihm die Hand auf die Schulter. Wenn er sich sie rüberschaut, sieht er ein Lächeln auf dem Gesicht des alten Mannes. Oh, Junius, du könntest auch ein wenig Spaß vertragen, oder nicht? Wir schwirren im Besonderen, wie ich mir sicher bin, die letzten Monate viele Gedanken durch den. Vielleicht brauchst du mal ein wenig Pause von dem ganzen Führen und kannst dich auf eine schöne Dame fokussieren. Kentugenos tritt ebenso an dich heran. Die Gallier, die stinken alle. Vor allem nach Käse. Ach, glaub mir, Junius, wenn du irgendwann mal ein Alter erreicht hast, in dem dich die Frauen nicht anschauen, dann wird es dir fehlen. Deswegen solltest du es jetzt noch ausnutzen, solange du kannst. Und die haben Haare überall, nicht nur unter den Achseln. Wenn ihr da mal den Busch euch betrachtet, hört gar nicht auf zu wachsen. Ein weh, ein paar Haare hat noch nie Banden getötet. Dann nimmt Junius nochmal einen großen Schluck aus seinem Weinkrug, wenn sich eigentlich vorgenommen hat, jetzt nicht so viel zu trinken. Und nun gut, dann versuche ich mich auf diesen verdammten Balken. Zeige die Ehre unserer Religion. Ja, du kannst auf den Balken raufsteigen, siehst, wie sich da wohl wieder ein paar Gallier absprechen. Einer, der wohl schon ein blaues Auge hat, weil er schon zweimal getroffen worden ist, ist auch schlammverkrustet, der steigt trotzdem auf den Balken. Man muss da wieder so ein bisschen aufpassen, dass er da nicht durch seine matschigen Schlammfüße runtergleitet, aber ja, du hast einen Gegner vor dir und du darfst gerne würfeln.
Schauen wir mal, ob du gegen ihn bestehen kannst. Er schafft es knapp nicht. Du siehst, wie diese Keule mit der Wolle gepolstert in deine Richtung schlägt und du kannst dich einmal kurz abducken. Du hast dann selber Zeit. Das wäre dann auch wieder Schwert. Genau, Schwert einfach. Ja, du hiebst ebenso, er tänzelt aber so ein bisschen behende, wirst du ihm gar nicht, von seiner bärtigen Statur würdest du es ihm gar nicht zutrauen, dass er dann plötzlich so nach hinten zuckt. Ja, und sein Hieb war wirklich gut, da musst du aufpassen, ne? Also du sammelst wieder ein bisschen dein Gleichgewicht, dauert ein bisschen länger als bei ihm und da kannst du schon sehen, wie die nächste Keule wieder nach deinem Kopf geschwungen wird und er würde treffen. Du kannst ausweichen würfeln oder zu einem Gegenschlag ausholen. Ja, er würde es so die Augen kurz zumachen, blinzeln. Irgendwie, es fühlt sich so an, als wären hier Bäume um einen rum. Es hat Erinnerungen an den Teutoburger Wald. Aber ja, er versucht mal auszuweichen. Du hörst die Schreie, die nicht nur von vorne kommen, sondern auch von hinten von deinen Leuten, wie sie dir zubrüllen. Wieder dieses Zucken rechts und links an deinem Blickrand. Und dann tauchst du unter seinem Hieb durch, stehst dann plötzlich Nase an Nase an ihm. Dein Bein setzt du einmal um, hast ihn plötzlich direkt vor dir. Du kannst mit einem Vorteil auf dein Schwert würfeln, das ist also ein Bonuswürfel, weil du jetzt gerade plötzlich viel zu nah an ihm dran stehst. Er ist ein bisschen überrascht. Du siehst, wie seine Tätowierung in seinem Gesicht sich zusammenzieht. Oha, die 8. Und du benutzt gar nicht richtig diesen Knäuel, sondern einfach nur noch ein kurzer Ruck gegen seine Stirn, sodass du dann eben ihn ja zusammen seinen rutschigen Stiefeln schickst du ihn zurück in den Abgrund, ziehst ihm dann, während er die Beine nach oben hat, ziehst ihm zusätzlich nochmal die Füße weg und auch er versinkt unter dir spritzend im Schlamm. Ja, es sah unglaublich elegant aus, also noch mehr als das, was Titus da vor einigen Augenblicken gemacht hat. Und grazil wie ein Tänzer, trotz dessen, dass du Alkohol getrunken hast, balancierst du dann wieder von deiner Seite des Balkens herunter. Du kannst dann auch sehen, wie da schon sich diese drei Gallierinnen gelöst haben. Sie kommt tatsächlich zu dritt auf dich zu und würden dich dann umschmeicheln. Junius würde diese Frauen erstmal ignorieren. Er geht dann um diesen Schlammsee herum, wo dieser gefallene Kelte, der Gallier, liegt. Und er würde dann ans Ufer von diesem Schlamm treten, sich dort bücken. Es sieht erst so aus, als würde er vielleicht diesem Gallier hochhelfen. Aber dann... Dann sieht man, wie auf einmal Junius Gesicht voller Wut wird und er seine Hände um den Hals dieses Galliers schlingt, den er in den Schlamm geworfen hat, anfängt ihn zu würgen. Ja, wenn Sain das mitkriegt, würde er mal hinlaufen, in der Hoffnung, ihn irgendwie davon abhalten zu können. Also deine anderen römischen Mitkollegen, die würden auf alle Fälle jubeln. Die anderen Gallier schauen jetzt eher schockiert, greifen aber noch nicht ein. Und da kannst du plötzlich die starken Arme von Sain. Er ist unglaublich klein, aber plötzlich ist er so stark. Oder ist es wieder der Alkohol? Aber du merkst, wie der kleine Ägypter an dir herumzieht. Gib mir meine Legionäre zurück! Gib sie mir zurück! Kreischte Junius, aber wird dann auch weggezogen. Junius, bitte komm zu dir. Was tust du da? Wir wollen freundschaftliche Beziehungen mit diesen Leuten haben. Wir haben diesen Leuten den römischen Frieden gebracht, den die anderen Barbaren so schrecklich abgelehnt haben. Und das ist doch das Gute, was wir ihnen gebracht haben. Das wollen wir doch nicht kaputt machen. Du siehst, wie Junius sich desorientiert umschaut. Er scheint nicht so wirklich zu wissen, wo er gerade ist.
Junius, ich bin's, Zain. Hörst du mich? Hör auf meine Stimme. Ich bin hier. Wir sind. Das hier ist ein friedliches Fest. Alles ist gut, du bist in Sicherheit. Wir sind nicht mehr im Teutoburger Wald. Nicht mehr? Wir haben es zurückgeschafft. Wir haben es zurückgeschafft. Wir haben es zurückgeschafft. Wir sind nicht im Teutoburger Wald. Wir haben es zurückgeschafft. Und dann umschlingt Junius Zain mit seinen Armen und drückt ihn an sich. Wir haben es geschafft. Ja, Zain klopft ihm mal etwas zögerlich auf den Rücken. Komm, lass uns mal etwas trinken. Junius lässt sich wegführen. Ja, Davut, du bist immer noch bei den Pferden, versorgst die eigenen Tiere, hast immer mal wieder bei den gallischen Tieren geguckt und plötzlich, du erschrickst dich unglaublich, siehst du, wie ein altes Mütterchen hinter dir aufgetaucht ist, du hast sie nicht gehört. Sie ist ungefähr halb so groß wie du, weil sie gebeugt geht und lange, es ist irgendwie so ein schmutziges Grau, es ist eigentlich gar keine richtige Farbe. Gebeugt auf einen Stock und als du dich dann umdrehst, versuchst du ihr in das Gesicht zu gucken, wenn sie ihren Kopf so ein bisschen hebt, um dir in die Augen zu gucken, kannst du sehen, dass sie halb blind ist und ihr Kopf knarzt so ein bisschen, als würde sie aus Holz bestehen. Sticht sie dir ihren ekelhaften Finger in die Brust, ist fast so dünn wie so ein Stock. Davut! Du stocherst in Sachen herum, die dich nichts angehen. David schaut sie noch erschrockener an, als sie ihn mit seinem Namen anspricht. Woher kennt ihr meinen Namen? Du kennst meinen Namen auch. Die Berge flüstern ihn. Auch wenn du weit weg bist von der Heimat, aber ich bin überall. Ich jage dich in deinen Träumen. Und auch hier am Tage. Er mustert sie nochmal eingehender. Wird sie vermutlich erstmal nicht erkennen. Es ist nicht so, dass du sie jemals gesehen hättest, aber sie ist im Prinzip das, was die Albträume eines jeden karpatischen Kindes ist. Das erste, also, wenn du sie dir so betrachtest, wie sie vor dir steht, sie ist gebrechlich, sie ist knarrend. Sie ist das, was deine Mutter und deine Oma und deine Uroma dir erzählten, wenn du am Feuer saßt und sie dich gruseln wollten, die Geschichten von der alten Baba Yaga, die eigentlich in den Bergen sitzt, aber auch überall anders auftauchen kann. Die steht direkt vor dir. Dann wird Davut kreidebleich, flüstert nur diesen Namen, kaum hörbar, flüstert diesen Namen nochmal, wird ein, zwei Schritte zurückgehen, abschätzen, ob er an ihr vorbeirennen könnte, ohne sie zu berühren, also in möglichst großen Bogen, oder fühlt er sich, als wäre er in der Falle? Du bist irgendwo in den Ställen, taumelst zurück, du müsstest an ihr vorbeirennen, da ist auch Platz, sie ist auch alt, sie hat nur diesen Stock und ihren ekelhaften Finger, mit dem sie eben nach dir gebohrt hat, und während du dich versiehst und dir dieses Du versuchst zu denken und plötzlich tritt dich irgendetwas. Du wirst nach vorne geworfen, in das Stroh hinein und da ist dann nur noch Schmerz in deinem Rücken. Du verlierst die Orientierung, du verlierst das Bewusstsein, alles wird schwarz vor deinen Augen. Du kannst noch einmal sehen, wie sie verzieht ihren Mund zu einem Lächeln und dabei knarzt es wieder einmal unheimlich und dann wird alles schwarz vor deinen Augen. Verlierst 1W6 Lebenspunkte. Und während die anderen eine erholsame Nacht verbringen, Titus sogar eine sehr entspannte Nacht, die anderen vielleicht weniger, aber ja, nichtsdestotrotz. Für Davut ist es schlimm. Als du dann am nächsten Morgen erwachst, bist du durchgefroren, dein Rücken schmerzt. Da ist keine alte Frau. Du hast auch nicht geträumt. Nicht mehr, aber ich werde, nochmal auf dem Rücken fühlen, ob ich irgendwie blute oder. Also, ob das eine offene Wunde ist oder eine geschlossene. Vermutlich
wenn, oder ob ich Kruste fühle inzwischen. Ja, nee, ist es wohl nicht. Also er schmerzt unglaublich. Du richtest dich dann auf, drehst dich so ein bisschen auf deinen Rücken, gehst dann erstmal in die Hocke und tastest, da ist kein Blut, da ist keine Kruste, da ist nichts. Es ist einfach nur deine schmerzenden, pochenden Knochen. Schon mal nicht schlecht. Die alte Frau ist weg, zum Glück. Aber du siehst noch, wie zumindest ein Rabe in der Nähe des Stalls sitzt und dich beobachtet. Der krächzt. Dann gucke ich, also ich schaue erstmal, ob irgendwie ein alter Lappen irgendwo rumliegt. Wenn dann ein Lappen rumliegt, würde ich den einfach ins Wasser tunken, in die Pferdetränke und auf die Wunde zum Kühlen einfach halten. Gucken, ob irgendwie Hafer oder irgendwie was, was in der Größe als Futter für so einen Rabe dienen könnte. Oder Körner, falls ich irgendwie sowas dabei habe, würde dann am Ausgang so opfermäßig für den Raben da irgendwie was hinlegen und würde dann so gut es geht und so schnell wie möglich halbwegs panisch nach den anderen irgendwie suchen. Ja, wahrscheinlich den ersten, den du finden wirst, ist Felix, der da wohl schon im Morgengebet ist. Und die anderen kannst du dann auch nach und nach finden. Titus kommt dann gerade aus der Hütte nach draußen, streckt sich einmal, sein Oberkörper ist noch nackt, wirft sich dann aber seine Robe wieder über. Felix, wir müssen hier weg. Oh, ruhig, Blut. Was ist denn keine los? Keine Ruhe, wir müssen hier weg. Was ist los? Hexe, hier ist eine Hexe, eine Baba Yaga. Wir müssen hier weg. Sie hat auf uns abgesehen, glaube ich. Sie kannte meinen Namen. Wir müssen hier weg.